Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 9. März und am 9. März hat Geburtstag Katja Epstein. Katja Epstein. Katja Epstein, Katja damals Epstein zu ihren jungen Zeiten. Guck mal hier, Knaller, kleine rothaarige Maus. Ne? Maus? Ja. Wie geht er mal dieses auf der Frau? Von Remi Demi, Deichkind. Sag mal. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Ja, genau. Das ist die Textzeile von Deichkind. Ja. Richtig, genau. Eigentlich hat sie ja irgendwie dieses Theater, manchmal in Berlin. Nee, das ist anders. Falsch, egal, ist egal. Jedenfalls, Katja Epstein, heute Geburtstag, am 9. März. Und, Am 9. März. Warum am 9. März? Aber 2007 hat der Bundestag entgegen aller Proteste die Rente mit 67 Jahren beschlossen. Achso, erst Rente mit 67. Ja, damals, 65 auf 67. Von 65 auf 67 angehört. Genau. Wir müssen länger arbeiten. Ja. Also, ihr da draußen, wir arbeiten. Arbeiten wir nicht mehr. Nee. Wir machen das hier zu. Und 2005, am 9. März 2005, ist der bisher höchste Gewinn beim Lotto erzielt worden. Jetzt halte ich fest. Ja? 20 Millionen Euro. 20 Mille. 20 Millionen Euro beim Lotto. 6 aus 49. Ja? Und es waren genau, ich lese es dir vor, 20.362.941 Euro und 70 Cent. Und 70 Cent. Ja, also die 362.000 wären schon okay gewesen. Ja. Fände ich jetzt irgendwie. Ja. Da kann man auch schon was oder machen. Sag ich mal, 20.362.000 wäre okay gewesen. Ja, ohne die 941. Genau, also die 941.70. Ja, die 941.70 hätten sie nicht gebraucht. Ja. Irgendwie so. Aber der Rest war schon wichtig. Der Rest ist schon cool. Ja, und das ist der höchste Gewinn. 2005 war das. Krass. Ja. Also hoher Lottogewinn 2005. Was willst du mit so viel Geld machen? Boah, hab schon keine Gedanken darüber gemacht. Noch nicht? Noch nicht. Dann mach mal jetzt. Mach ich jetzt mal Gedanken drüber. Also, ich würde... Erstmal alle Alimente zahlen. Da reichen die 20 Mille nicht. Nachzahlen, ja. Nee, nachzahlen würde ich nichts, nee. 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 Nix. Also dann hätten wir noch knapp 500.000 übrig. Ja. Ja. Was ich nicht machen würde, wäre, dass ich so leben würde wie George Best, der Fußballer. Ach so. Ja. Der hat ja damals gesagt, ich habe mein Geld für schnelle Autos und Frauen ausgegeben. Die Hälfte meines Geldes habe ich für Autos und Frauen ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. Ja. Oder der Müllmann in England, hast du von dem Müllmann in England gehört? Müllmann? Der hat, glaube ich, 15 Millionen Pfund gewonnen. Was denn? Wo denn? Im Lotto? Im Lotto. Ja. Hat 3 Jahre richtig Gas gegeben und arbeitet heute wieder als Müllmann. Nee, mehr. Doch, ja. Keiner, der hat richtig Gas gegeben. Das kann ich. 15 Millionen Öcken in 3 Jahren rausgehauen. In 3 oder 4 Jahren hat er es rausgehauen. Und ist nichts übrig, oder was? Nee, und jetzt arbeitet er wieder als Müllmann. Ja, würde ich sagen, war nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nein, das hätte man vielleicht ein bisschen, also ohne spießig zu sein, vielleicht hätte er noch was zurücklegen können. Ein klein wenig. Ein klein wenig. 9. März haben wir gelernt, zurücklegen, Geld zurücklegen, auf jeden Fall ist wenn sinnvoll. Wenn man im Lotto gewinnt. Ja. Bundestag. Rente mit 65, 65 auf 67. Katja Epstein. Cheerio, Miss Sophie.